willkommen zur Agape-Feier am Gründonnerstag. Ja, lassen Sie uns Abendmahl feiern, digital. So kann es gehen. Ich bitte Sie, in Ihrem Haushalt darauf sich vorzubereiten. Sie können dann das Video anhalten, wenn Sie vorbereiten. Gleich. Erstmal bitte zuhören. Das wäre zu machen. Decken Sie einen Tisch, mit oder ohne Tischdecke. Dann brauchen Sie Brot, vielleicht das selbstgebackene nach dem Rezept von unserer Homepage. Jedes andere tut es auch. Ja, und dann brauchen wir natürlich Wein oder Saft oder Trauben, je nachdem, was im Haus ist und die wenigste Mühe macht und am besten schmeckt. Ja, und dann vielleicht eine Kerze. Und wer sie hat, nimmt seine Vase mit dem Frühlingsblumen und stellt sie dazu. Wer bereits vorbereitet ist, kann jetzt zugucken, wie wir eindecken. Und die anderen decken ein, halten den Film kurz an und dann geht es weiter. Bis gleich. Nun ist alles vorbereitet. Ich hoffe, Sie sitzen alle entspannt bei Ihrem Abendmahl. Ich bitte Sie nun, zu gegebener Zeit das zu tun, was sich aus meinen Worten eigentlich ganz einfach ergibt. Und ich werde es auch selber tun. Dann mag sich ein Gefühl der Tischgemeinschaft einstellen, das die Grenzen der digitalen Medien überwindet. Das wünsche ich uns. Lassen Sie uns beten. Ich danke dir, mein Gott, für das Licht, das diesen Tag erhält. Ich mache mich auf, dir zu begegnen. Ich teile mit anderen und mit dir Sorge und Sehnsucht, Angst und Vertrauen. Ich mache mich auf einen inneren Weg, dir zu begegnen. Ich suche das Wort, das mein Leben trifft. Ich suche dich aus der Hoffnung heraus, dass auch andere suchen. Amen. Tag des Passafestes, als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den Jüngern zu Tisch, um das Passamahl zu halten. Als sie aßen, sagte Jesus: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren zutiefst bestürzt, und einer nach dem anderen sagte zu ihm: Herr, bin ich's? Jesus erwiderte: Einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn, der Sohn Gottes, geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Da sagte Judas, der Verräter, zu ihm: Ich bin es doch nicht etwa, Rabbi?
Du sagst es, erwiderte Jesus. Als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Die Kerze strahlt, ihr Schein funkelt. Brot und Wein stehen bereit. Frühlingsblüten leuchten auf dem Tisch. Es riecht nach Wein und frischem Brot. Erinnerungen steigen auf und ich spüre, wie sehr ich so etwas vermisst habe. An der Tafel sitzt Jesus mit seinen Jüngern. Ein Platz ist noch frei. Darf ich mich dazusetzen? Ich halte inne, zu heilig scheint mir diese traute Runde. Doch dann sehe ich genauer hin und ja, da sitzt Judas mit all seiner Enttäuschung, mit seiner Ungeduld und seinem schrecklichen Verrat. Petrus ist auch mit am Tisch, Petrus, der seinen Freund dreimal verraten wird. Ja, und Jakobus, Johannes und Petrus werden gleich schlafen im Garten Gethsemane in dunkler Stunde. Ja, und alle anderen werden auch davonlaufen und behaupten, Jesus gar nicht zu kennen. Also, alles andere als eine heilige Runde. Und Jesus sitzt mit ihnen am Tisch und teilt Brot und Wein. Er kennt ihre Schwächen und lädt sie ein und feiert mit ihnen. Eine Frage muss ich mir zugleich noch gefallen lassen, wenn ich dazugehören will, nämlich: Bin ich's? Wie der Jünger frage ich, bin ich es, die dich verraten könnte? Bin ich es, die dich verleugnen würde? Bin ich es, die nicht aufmerksam an deiner Seite bleibt? Meine Gedanken kreisen. Die Antwort ist ja. Ich könnte das auch alles sein. Und jetzt kann ich die Einladung annehmen. Meine Traurigkeit, meine Wut, meine Ungeduld und all das, was mich in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, was mir gefehlt hat, ist mit auf dem Tisch. Hier sitzt auch mein Ärger, meine Hilflosigkeit und meine Dankbarkeit. An dieser Tafel hat alles Platz. Ich schaue in die Runde. Die Jünger kommen mir immer bekannter vor. Einige ähneln Menschen, die zu mir gehören, aus meiner Familie, aus meiner Wahlverwandtschaft. Einer erinnert mich an eine Frau aus meiner Gemeinde. Andere sehen eher aus wie meine Kollegin oder meine Kollegen. Sie alle sitzen da. Mit dem, was sie bewegt. Der Prophet Hesekiel klingt hinein in unser Zusammensein. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ich nehme ein Stück Brot, das vor mir liegt. Jesus reicht uns das Brot und ich nehme es und esse.
Das Brot schmeckt nach Leben und nach Sehnsucht. Es schmeckt nach Gemeinschaft und auch ein bisschen nach so schöner Normalität. Danach schenke ich mir Wein ein. Ich trinke einen Schluck Der Schluck schmeckt nach Himmel auf Erden. Und der Schluck schmeckt nach Verheißung. Ja, wir werden zusammensitzen und teilen, was uns bewegt. Wir werden verzeihen und Feste feiern. Manchmal ist eine Festtafel, ein kleiner Tisch im Wohnzimmer, ein Küchentisch, ein Esszimmertisch. Tja, und auch hier sitzt Jesus, hat einen Platz frei und lädt mich ein. Amen. Lassen Sie uns beten. Gott, ich erinnere mich an Feste und gemeinsames Essen. Ich erinnere mich an das Lachen und Fröhlichsein. Ich erinnere mich an manche ernste Diskussion. Ich erinnere mich an die, die mit mir am Tisch saßen. Gott, nicht alle sind mehr bei mir. Einige sind in deine Ewigkeit vorausgegangen, sitzen nun mit dir zu Tisch. Von anderen bin ich weit weg, manche sind in meiner Nähe. Es tut gut, das zu wissen. Gott, ich erinnere mich an die Gemeinschaft an deinem Tisch, an den Frieden und an die Stärkung, die ich dort empfange. Diesen Frieden und diese Stärkung gib mir für meine Wege. Und wo ich auch bin, lass mich vertrauen. Ich habe einen Platz bei dir. Amen. Geschehe, wie im Himmel, so
Die Kollekte, die Sie wie immer überweisen können, ist bestimmt für unser Kochprojekt in Groß-Lohe. Die entsprechenden Daten finden Sie auf unserer Homepage. Und wenn Sie in den kommenden Tagen einen Spaziergang machen, dann gehen Sie doch mal an der Kirche Alt-Rahlstedt vorbei. Dort wartet ein besonderes Stück Weg auf Sie. Schreiten Sie einen Kreuzweg ab, den Ute Strack für uns gestaltet hat. Und so bitte ich Gott, segne uns, Gott. Lass leuchten dein Angesicht über uns. Sei schützend um uns und schenke uns und aller Welt Frieden. Amen.